was machen soll. Ja, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, dass halt einfach nicht alle Leute verwirrt sind. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, meine Tutorials auch auf Englisch zu machen. Das heißt, ich werde sie halt wie üblich auch weiter auf Deutsch machen und halt zusätzlich einfach alles nochmal Englisch übersetzen und halt einfach nochmal einsprechen. Quasi drüber reden, wenn man so will. Ich übersetze mich selber. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, wie gesagt. Ich habe auch öfters Nachrichten bekommen von Leuten halt auf Englisch. Ich Dussel habe es am Anfang nicht gemerkt, dass ich halt Leuten auf Englisch antworte, obwohl das Video auf Deutsch ist. Ja, war so eine kleine Panne von mir. Hab mich nur ein bisschen gewundert, was halt einfache Sachen, die ich gesagt habe, nicht verstanden worden sind. Aber Props an die Leute, die meine Videos auf Deutsch gucken, obwohl sie kein Deutsch verstehen, mit dem Google Translate. Also das ist schon echt hoch gut ab. Daher habe ich beschlossen, ich mache jetzt einfach zusätzlich einfach die Tutorials erstmal. Es geht jetzt rein um die Anwähl-Tutorials. Die anderen Videos lasse ich erstmal auf Deutsch, dass ich diese halt übersetze. Und zusätzlich dazu ist mir die Idee gekommen, dass man auch beide ganz direkt unterscheiden kann, ohne halt auf irgendwie Text oder sowas zu achten. Werde ich einfach alles, was Deutsch ist, demnächst mit einem gelben Rahmen versehen und alles, was Englisch ist, mit einem lila Rahmen. So kann man die halt auf den ersten Blick unterscheiden. Wenn noch kein Rahmen vorhanden ist, sind die einfach schlichtweg noch nicht übersetzt. Ich glaube, das System ist eigentlich für sich ganz gut. Ich werde überlegen, ob ich einfach einen zweiten Kanal aufmache, aber dann habe ich mir gedacht, okay, da bin ich jetzt doch zu faul für. Ich werde eh was durcheinander werfen, also alles auf einen Kanal und ich trenne das halt ein bisschen farblich. Das ist einfacher für mich. Ja, und eventuell ist das auch einfacher für YouTube. Nicht, dass ich halt mich selbst claime oder sowas, weil es ja fast das gleiche Video ist, weil ich habe es ja selbst übersetzt. Ja. Ja, ich hoffe, das wird gut gehen. Ich probiere es einfach mal aus. Zu verlieren habe ich ja nichts. Ich werde besser in Englisch und ja, habe halt ein Video mehr. Ich habe halt ein bisschen mehr Arbeit, weil ich halt alles, was ich sage, nochmal sagen muss auf Englisch. Aber naja, gibt Schlimmeres. Mehr Übung für mich, wie gesagt. Und vielleicht kann ich einfach mehr Leuten helfen dadurch. Es gibt ja anscheinend einen Bedarf an englischen Anwähl-Tutorials. Sonst würde sich ja kaum einer deutsche Videos ansehen, wenn er halt nicht Deutsch spricht. Okay. Ja, das war's dann auch schon, Ende der Durchsage. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen begeistert, keine Ahnung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich. Ja, dieses Video wird genauso in Englisch wahrscheinlich auch nochmal kommen, dass halt auch jeder in Englisch Bescheid weiß. So ein bisschen blöd komme ich dabei schon vor, aber naja, gibt's Schlimmeres, wie gesagt.